Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus dem Inntal in Oberbayern. Und erstmal, ich hoffe, ihr habt schöne Pfingsten. Ne? Heute ist ja schon wieder Pfingstmontag. Ne? Ihr habt frei, ich war arbeiten, bin arbeiten. Zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich. Ich hoffe, ihr konntet das Wochenende ein bisschen genießen. Bei uns war gutes Wetter, also ich konnte das hier, sage ich mal, zumindest die Zeit, die ich frei hatte, gut genießen. Und schauen wir mal. Ich bin jetzt auf dem Weg, ihr seht das, es ist 10 nach 3 nachmittags. Ihr wisst, wann wir in der letzten Folge angefangen haben zu düngen. Der Dünger hat auch bis auf 61 Liter gereicht, den wir da hatten. Die vier Kisten und einmal der Düngestreuer halb voll. Es ist schon mal ganz gut. Es ist aktuell sind Anna und Sepp drauf am, wie heißt das Zeug? Grubbern. Wir fahren jetzt zurück zum Hof, holen die Saatmaschine, die hoffentlich von Sepp, bevor er hergefahren ist, noch befüllt wurde. So, dass wir dann quasi anfangen können, da krass auszusehen. Weil das wollen wir heute noch fertig kriegen. Also heute am Tag. Muss auch sein, ne? Nützt ja nichts. Wie man so schön sagt. Aber da war doch gerade noch ein Auto hinter uns. Da ist er. Ja, wir werden dann auch, oder beziehungsweise, ich habe das schon gesehen, hier im Dorf hat er einen Häcksler für, zum Ziehen, zum, so einen Löten, so von John Deere, so ein Seitenhäcksler. Und das ist ganz gut, weil wenn die Wiese gewachsen ist und wir noch kein Gras brauchen für unsere Tiere, wir haben ja noch genug Heu zum Beispiel und noch keine Kühe, also noch brauchen wir kein Gras im Lager, dann können wir ein bisschen Grassilage machen, das ist ganz gut, bietet sich quasi an. Siehst du, striegeln wollten wir die eine Wiese da auch noch. Da war was. Siehst du, gut, dass ich das erwähne. Da wollte ich auch noch in der Stadt nachfragen. Beziehungsweise die umliegenden Landwirte, ob die nicht einen Striegel haben. Ja, aber das mit dem Häcksler ist ganz gut. Den können wir uns dann leihen. Weil, was sollen wir hier mit so einem großen Feldhäcksler? Den können wir hinterherziehen, da können wir einen Anhänger hintermachen. Oder wir lassen quasi Sepp oder Anna mitfahren mit dem Anhänger. Müssen wir mal schauen, wie wir das genau machen. Vielleicht hat er auch so einen Anhänger, den man hinterherhängen kann. Gut, dann bräuchten wir auch wieder einen Traktor, ne? Das ist ja auch wieder alles. Da müssen wir gucken. Wir haben ja unseren Mengele-Ladewagen, den können wir ja zur Not auch noch benutzen dafür. Ich glaube, der kann auch Häcksel gut. Glaube ich. Bin mir jetzt gerade gar nicht 100% sicher. Doch. Die Ladewagen können auch Häcksel gut. So, wollen wir den mal hier. Na komm. Gas. Und ab mit der Sämaschine. Dann wollen wir das ganze Spiel hier mit der Sämaschine nochmal betreiben, ne? Ich weiß, die Wege sind ein bisschen weiter. Geringfügig. Oh, nicht über die Waage. Kommt immer nicht so gut darauf zu bremsen. Ach, guck mal an, die Drehschemel haben es auch aneinander gekoppelt. Na, sehr schön. Ja, bei Sepp und Anna, da brauchst du nichts sagen. Die machen das alles von sich aus. Ja, es ist echt gut, dass wir die beiden auf dem Hof haben. Ja, Mais, die Maschine steht bereit, aber wir können nicht. Das ist auch ärgerlich. Ich hätte gerne schon lange den Mais draußen, dass der ziemlich zügig fertig wird. Einmal, dass wir was haben für die Schweinefuttermischstation. Ne, das kleine Feld. Und einmal, dass wir was haben zum Häckseln. Na, hinten bei den Kühen machen wir jetzt zuerst mal die Silage rein. Wir haben ja hier selber zwei Durchfahrsilos. Ne, zwei Keilsilos. Da schmeißen wir das zuerst rein, dass wir für uns selber Silage haben. Überschuss können wir natürlich jederzeit verkaufen. Das ist natürlich der Vorteil.
Und ihr seht das, Seemaschine ist aufgefüllt mit Grassaat. Das ist schon mal sehr gut. Dann machen wir mal die. Ich schätze mal, wir werden bis in den Abend hinein brauchen, um das Ganze auszusehen. Möchte ich jetzt einfach mal behaupten. Na? Kein Zug heute, okay. Also das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Aber gut, wir haben ja nur die kleine. Dadurch sparen wir natürlich extrem Geld. Ihr seht das am Kontostand. Wenn wir keinen Lohner bezahlen müssen, sondern nur unsere eigenen Leute, das spart uns natürlich ein paar tausend Euro, ne? Also, muss man jetzt mal so sagen, wie es ist. Und das ist Geld, was wir uns jetzt im Moment sparen können. Später, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich vielleicht öfter mal einen Lohner einsetzen. Weil einfach die Arbeiten dann auf größeren Schlägen deutlich schneller geht. Ne, wir werden ja in Zukunft unseren Hof vergrößern. Ne, das wird ja jetzt nicht nur bei den paar Feldern bleiben, die wir haben. Wir brauchen später mehr Felder. Wir wollen ja hier in der Region ein bisschen präsenter werden. Im Umkehrschluss werden wir uns dann wohl auch mal ein paar neue Maschinen gönnen müssen. Später mal. Ne, vielleicht nicht unbedingt die ganz großen Maschinen. So groß sind die Felder hier nicht. Aber ein bisschen mehr Leistung. Ich sag mal so an die 200 PS Leistung vom Schlepper sollten wir dann schon über kurz oder lang gehen. Dass wir so die mittleren Maschinen bedienen können. Das ist immer ganz gut. Das reicht vollkommen aus. Ich bin auch mal auf die Ernte gespannt. Den Drescher, den wir da haben, ihr habt ihn ja schon einmal gesehen, der ist jetzt auch nicht gerade das neueste Modell. Könnte auch noch interessant werden. Als Anhänger haben wir auch nur zwei Drehschemel. Ist natürlich, wenn man jetzt zwei Felder gleichzeitig bearbeiten will, auch ein bisschen problematisch. Aber ich denke mal, das sind alles so Sachen, da kriegen wir alles hin. Genauso wie wir uns im Winter unsere Forstschläge mal angucken müssen, oder zum Herbst hin. Dass wir quasi schon mal ein paar Bäume in Anführungszeichen markieren können, die wir fällen wollen. Da werden wir uns auch keine großen Maschinen für holen. Da werden wir uns garantiert keinen Harvester für holen. Also, wäre Quatsch. Zumal ich hier in der Gegend auch noch keinen Forstbetrieb gesehen habe, der jetzt hier Maschinen hat, wo man zur Not sagen könnte, hey komm, wie sieht's aus? Kann ich mir die mal von dir leihen? Habe ich noch nicht gesehen. Und, naja, wollen wir mal gucken. Ich sag mal, ein Radlader oder ein Traktor, der uns die Stämme aufladen kann und etwas, um die Stämme aus dem Wald zu ziehen. Eine Winde oder sowas. Ich denke mal, das ist schon deutlich günstiger, kostengünstiger, als die ganzen Maschinen sich da anzuschaffen, die dann über den Sommer wieder stehen. Das macht keinen Sinn. So. Na, siehst du mal. Oh, Sepp hat aber schon ganz schön vorgelegt hier. Das ist gut, dann können wir hier vorne schon anfangen. Ja, wir werden jetzt mal gucken, dass wir das so timen, dass wir ein bisschen überlappt fahren. So, nehmen wir mal, gehen wir mal auf 3 Meter Arbeitsbreite. Wir wollen so ein bisschen und dann wollen wir noch ein ganz kleines Stückchen weiter. So, wir wollen ja wirklich alles von der Wiese erwischen. Ja, ich weiß, du wirst jetzt ein bisschen öfter piepen. Gerade die ersten Bahnen. Ah, läuft doch gut. Sieht gut aus. Ja, ich hätte dem Lohner noch sagen sollen, dass er die Wiese vielleicht ein bisschen gerader zieht, die Kanten. Jetzt haben wir hier so kleine Versatz drin, aber mein Gott. Was Schalter, das sieht man hinterher bei der Rasenfläche eh nicht mehr, wenn die komplett wieder zugewuchert ist. Ne, wenn die jetzt einmal hier aussehen und mal gucken, ob wir dann nochmal mit dem Dünger rüberfahren.
Weil Gülle oder sowas haben wir noch nicht genug. Und möchte ich eigentlich auch nicht im Futter haben. Also ungern. Dementsprechend nochmal mir eine. Eigentlich würde ich gerne kalken. Ah, muss ich mich nochmal hier reinfuchsen, wo ich den Kalk herkriege. Weil nochmal Hagel draufstreuen auf den Rest des Feldes möchte ich da nicht unbedingt. Einmal reicht, da müssen wir die noch ein zweites Mal machen. Ich finde auch, das hier ist auch ein schönes Gespann, ne? Also das passt gut zusammen. Ja, gefällt mir. Ich hoffe mal, wir werden nicht zu schnell. Weil die beiden, also Sepp und Anna, haben ja nur 2,5 Meter Arbeitsbreite. Wir fahren jetzt hier mit einer Seemaschine rum, die 3 Meter, also 3,4 Meter hat, aber wir fahren da leicht versetzt, also 3 Meter. Und ich hoffe mal, dass das Saat gut reicht. Ich habe vorher grob mir das ausgerechnet, was für eine Fläche wir hier ungefähr haben. Und habe dementsprechend Saatgut bestellt. Ich hoffe mal, der Landhandel hat uns da nicht beschissen. Ansonsten haben wir dann ein kleines Problem. Aber ich glaube nicht. Also, würde mich wundern. Vielleicht haben wir ein bisschen was übrig, ja, aber mein Gott, ein bisschen was übrig haben ist jetzt auch nicht so die Welt. Lieber was übrig haben, lieber zu viel haben als zu wenig. Ne, nichts ist schlimmer, als wenn wir mit dem Traktor nochmal zurück müssen, wegen einer Palette oder sowas. Oder einem Big Pack. Das macht keinen Sinn. Und liefern lassen, ja, kostet auch wieder Kohle. Wir werden uns jetzt die nächsten Tage auch mal drum kümmern. Um unsere Äpfel. Lass wir da mal vorbeischauen. Also ich habe da mal so beim Vorbeiflug gesehen, wir haben da schon, ja, schon ein paar Kisten stehen. Ein paar Paletten. Ne, dann ist, denke ich mal, auch wieder Wolle dran, demnächst zu verkaufen. Äpfel, da muss ich auch mal gucken, wo wir die überhaupt hinbringen müssen. Erstmal wird ja prinzipiell sowieso alles verkauft. Erstmal holen wir uns Geld ran. Denke mal, die Produktion werden wir dann, oder die Firmen, mit Produktion werden wir alles so nächste Saison in Angriff nehmen. Ja, wenn wir dann auch vielleicht das erste Milchvieh haben, darauf arbeiten wir jetzt hin. Na, dann haben wir noch Milch, dann haben wir Rinder, die wir auch noch verkaufen können. Na, was auch nochmal Fleisch bringt. Schweine hoffe ich mal, dass wir die dieses Jahr auch noch verkaufen können. An Schlachthof. Und dann das Geld kriegen, wenn das dann zur Wurst verarbeitet ist. Hoffe ich mal. Fische können wir auch mal machen. Da brauchen wir, glaube ich, Mais für. Also, ne, es ist alles, es baut alles jetzt erstmal auf die erste Aussaat auf, aufs erste Jahr. Dann kriegen wir so ein bisschen was an Speicher. Ich habe auch gesehen, wir haben gar keine Wir haben gar kein Feld mit Kartoffeln. Das heißt, wir müssen da mal mit irgendeinem Nachbar sprechen in der Erntezeit, ob wir nicht da sein Kartoffelfeld, ob wir nicht einen Teil von seiner Ernte abhaben können. Natürlich gegen Gegenleistung, ne? Also wir werden ihm dann helfen, das Feld dann wahrscheinlich abzuroden. Weil ich wüsste jetzt nicht, dass Franz irgendwo noch ein verstecktes Kartoffelfeld hat. Zumal ich das hätte ansehen müssen. Und er keine Kartoffellegemaschine hat. Ah ja, Landwirte drumherum. Befreundete, Benachbarte. Also, ich denke mal, das wird ja das kleinere Problem sein. Ah, wir haben jetzt Frühlingsende, das heißt morgen noch einmal einen Tag. Dann ist die erste Hälfte des Jahres rum, das erste Quartal.
Wird lustig. Wir sind sehen im Sommer, wir müssen so viel Gras wie möglich kriegen. Ja, wir wollen ja die Silos auch voll kriegen. Die Silage. Gras für die Kühe brauchen wir auch noch über Winter dann. Stroh, denke ich mal, kriegen wir genug. Können wir dann über den Sommer hin mal die ganzen Maschinen warten lassen. Na, also kann Sepp und Anna sich mal drum kümmern. Dass die Maschinen alle überprüft werden, dass sie dann zur Erntesaison wieder laufen. Gerade der Drescher, gerade die Presse. Und wir können uns mal darum kümmern, dass wir dann von den Nachbarn die dementsprechend die Maschinen bekommen. Zum Beispiel für die Grassilage. Hätten wir jetzt auch schon eine Runde machen können, ne? Die 300, was war's, 335.000 Liter Heu, die wir hier runtergeholt haben. Hätten wir natürlich auch als Silage machen können. Na, hätten wir den Schwatt quasi auch häckseln können. Aber gut. Jetzt müssen wir erstmal die Wiese wieder neu ansehen. Aber Gras wächst ja auch schnell. Also wenn man das im eigenen Garten mal macht, ohne Dünger, das wächst ja da schon wie Hulle. Mit Dünger ist es ja nochmal dreimal so schnell. Also wenn wir das hier ausgesät haben, ich denke mal so ein paar Tage, dann kann man auf jeden Fall auch schon mal sehen, dass es wächst. Wenn es denn regnet, aber Regen war glaube ich angesagt, ne? In 3 Tagen, ja. Da, wo wir dann Mais aussehen wollen. Zwischen Regenschauer quasi und trocken. Weil 11, 19 Grad Luft, das trocknet schnell, wenn es da einmal regnet. Das ist auch erstmal der erst einzige Regentag, der jetzt in nächster Zeit kommt, ne? Übermorgen ein bisschen wolkig. Ja. Boah. Das wollte ich nicht. So. Hat er auch schon gesehen gehabt, die Einkaufsläden hatten letztes Mal angefragt, ob ich noch Weintrauben hätte. Vom Weingut. Dann habe ich gesagt, musste ich leider passen. Dafür brauchen wir auch noch Mist, Dünger. Also müssen die Düngerproduktion mal in Gang setzen mit Gülle und Mist. Oder Dünger kaufen, sodass wir auch den Weinberg mal in Betrieb nehmen können. Also ein bisschen Weintrauben kriegen. Brauchen wir nur Wasser, Mist und Dünger. Mal schauen, aber die Schweine produzieren ja auch nicht so schnell Mist. Also Kühe produzieren ja schneller Mist. Wahrscheinlich werden wir alles sowieso erst nächstes Jahr in Gang setzen. Ich glaube, für die Reben ist es jetzt auch schon ein bisschen spät. Ich muss mich da mal informieren. Wir müssen uns da mal schlau machen, ne? Ich weiß ja auch nicht alles. Mal nachlesen, ne? Muss ja auch nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Wo ist denn jetzt? Ah, da ist der. Anna kann man von hier gar nicht sehen, ne? Müsste irgendwo da hinten hinterm Hügel rumtouren. Ah, da hinten ist sie. So. Aber ich würde sagen, liebe Lüt, ich mache das Ganze hier zu Ende. Wir kommen zum Ende der Folge. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaltet sehr gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt dem Kanal weiterhin treu. Vielen lieben Dank für die 600, über 600 Abos, die wir mittlerweile haben. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.